Viele Menschen werden leider umgebracht. Ist das hier. Viele Sachen werden über auf denen getestet. Wir haben unsere ganzen Nobelpreisträger, die erst dort denen Produkte getestet haben. Die koloniale die Kontinuität dieser Praxen auf dem auf was Schreckliches noch während des Zweiten Weltkriegs passierte, wurde auch schon mehrmals nachgewiesen. Also es ist nicht mehr die Zeit zu relativieren, sondern einfach anerkennen. Ich sage oft über Migration, dass Menschen nicht irgendwie migrieren oder emigrieren. Menschen gehen immer zu Menschen. Menschen gehen immer zu Menschen. Und das heißt, wenn wir genau schauen, auch wenn, nicht, wenn der Erste nicht daherkommt, die Zweite, Dritte und Vierte, die haben immer diese Verbindung zueinander. Menschen gehen nicht irgendwo, sondern die gehen zu anderen Menschen. Deswegen natürlich, egal ob in Hochschulbildung oder in bestimmten Arbeitsbereichen und so weiter, dass wir Migrationswelle in Bezug auf bestimmte Gesellschaftsgruppen haben. Es gab noch vor ein paar Jahren die Rede, wenn man einen Schwarzmann in Frankreich, in Paris, der aus Kamerun kommt, also wenn zwei Schwarze in Paris sich treffen, einer aus Kamerun und der andere aus Benin, dann sagte der aus Benin den anderen, geht zu dir nach Hause. Also geht nach Deutschland. Hier ist Paris, dann Frankreich war unser Kolonialherr, dein Kolonialherr, das ist Deutschland, also geht nach Deutschland. Es geht vor allem darum, dass die Gebiete oder die Länder, die haben diese Verbindung beibehalten in Brüssel oder in Belgien. Da sieht man, dass viele Leute aus Kongo, heutige Kongo-Demokratik, kommen. Das ist selbstverständlich für denen, für Europäer oder für wir Europäer. Wieso kommen die? Es gibt eine lange Geschichte dahinter und das müssen wir auch langsam auch lernen zu erkennen. Ich habe einfach drei, vier Punkte, die ihr da schon kennt und dass es langsam auch betrachtet werden muss. Das sind schreckliche Sachen in dieser Kolonialzeit passiert. Und deswegen, wenn wir über Kolonialisierung und so weiter, das ist wichtig, dass wir tief gehen. Es geht nicht um einfache Begriffe, sondern es geht um ganz schreckliche Sachen. Das ist nicht, wie man eine Musik von Mozart oder ein Stück von Beethoven hört. Das ist viel schrecklicher. Danke. Ja. Ja. Aber wir sprechen von einer bestimmten Zeit, aber die 300 Jahre vorher, wo auch sehr, sehr viel schon passiert ist, darf man nicht vergessen. Über 400 Jahre Versklavung von Menschen aus Afrika. Das ist eine lange Zeit. Ja. Ja, genau. Und deswegen habe ich diese große, das ist Parenthese, also diese Klammern aus den Niederlanden gemacht und das ist viel, viel komplizierter. Ich schaffe das einfach hier nicht zu bringen, weil das ist sehr, sehr, sehr lang. Sehr, sehr lang. Und auch wenn man die Akten hatte, man kann nicht alles umfassen, weil das sind so viele Menschen. Einige werden geachtet, andere gar nicht. Und das ist das Problem. Und vor allem die letzte Schiff, was überhaupt aus der Golfküste, also Benin, heutige Benin, also Golfküste wieder nach Amerika gefahren ist, wurde gar nicht geachtet. Das war verboten. Also weil es in dieser Zeit schon verboten war. Und obwohl es verboten war, haben trotzdem Leute weitergemacht. Ich weiß nicht, wann die internationale Gemeinschaft sich entschieden wird, das als Verbrechen gegen Menschlichkeit anerkennen. Das ist traurig, dass es immer noch hier bis heute noch ein Diskurs ist, eine Diskussion ist. Das ist einfach eine Verbrechlichkeit. Egal. Okay. Frage. Ja, Frage. Kennst du?
kennst du, es gibt, man findet im Internet einfach die Darstellung, wie viele Schiffe Verkehr es gegeben hat, haben das in 2 Minuten oder so dargestellt, dass man sieht, wie viele Schiffe überall gegangen sind, man eins wird schwindelig. Weiß nicht, ob du das gesehen hast. Ja, ja, ich kenne diese. Und vor allem, was noch glaube ich, man kann genau erkennen, wo zum Beispiel diese Hafen, also Bindunghafen von denen. Das heißt, du siehst einfach, wie und womit sie beladen werden. Also wenn ich dann Menschen aus Senegal nach Guadeloupe oder nach Brasilien und danach mit Rohstoff, also mit Zucker und so weiter, weiter nach Amsterdam komme und so weiter oder nach Indonesien, dann bringe ich Gewürze und so weiter zurück. Das ist komplett. Und vor allem dieses selektive Gedächtnis. Wir haben oft von Kollektivgedächtniskeit und Erinnerungskultur. Es gibt was man auch selektive Gedächtniskeit, Erinnerungskultur nennen kann. Dass man, das ist in Bezug auf Amsterdam, dass man in Schulen über ein Unternehmen, was Gewürze aus Indonesien nach Europa also Handel betrieben hatte, ständig erklärt hatte, aber man hat niemals von diesem Unternehmen, was Menschen von Ghana nach Suriname geschleppt hatte. Also es gibt auch eine selektive. Niemand, also hier in Süddeutschland kennt niemand Wumann. Er hat eine Straße in Hamburg. Und jeder, der über ihn liest, weiß, was er gemacht hat. Er hat sogar sein Haus, sein Comptoir, sein Geschäftsladen war der erste deutsche Botschaft in Benin. Das war einfach ein Comptoir, wo ein Geschäftsladen, wo er Menschen als Sklaven verkauft. Also, was ich noch hier mit verbinden möchte, es ist einfach diese Idee, wir können, jede große Mächte hat eine Kolonie und wir brauchen eine auch. Wir wollen ein Glas unter der Sonne in den Tropischen haben und deswegen haben wir alles gemacht. Alles gemacht und da habe ich einfach diese Zitate benutzt. Das ist aus deutschlandfunk.de. Und das ist auch, weil, wie oft gesagt wird, ja, wir haben auch denen Medizin und schöne Straße gebracht. So haben wir die Medizin hingebracht. Ja. Über die Sklaverei, es ist mehr als 300 Jahre, was die Lenin sagt. Ja. Also zum Beispiel in Arabien gab es vor 2000 Jahren schon Sklaverei. Ja. Und bis der Islam kam, hat das verboten. Und dann, sie waren alle gleich, also Menschen gleich. Genau, das ist eine sehr, sehr alte Geschichte. Und da werde ich kurz nochmal dich wahrscheinlich auf die Beine treten, dass die Versklaven von schwarzen Menschen haben auch Menschen mit arabischen, also Muslimen aus Mali gegen erst schon 7. und 8. Jahrhundert gefangen. Deswegen sage ich, deswegen war ich richtig vorsichtig auf dieses Thema, weil es gibt so viele Ebenen, Diskurse, dass man nicht hinkriegen kann. Zum Beispiel auch diese Begriffe, Sklaverei selbst, das ist kein afrikanisch-europäisches Slave. Das ist Slave, das ist aus den slawischen Ländern. Die Menschen aus den slawischen Ländern, die nach Rom gebracht werden, um schlecht behandelt, diese schlechte Arbeit machen. Und da hat man behave like a slave. Behandelt als slawische Menschen und da ist es einfach in ein Wörterbuch gegangen und deswegen hat man langsam von Sklaverei. Also danke schön, wahrscheinlich haben wir Gelegenheit noch eine Geschichte der Sklaverei zu machen und das wäre noch länger. Jeder kann sich nochmal das auf Deutsch deutschlandfunk.de diese ganze Diskurse noch hören. Das war gar nicht fair, was mit den Menschen in diese experimentelle Lage und einfach Konzentrationslage. Das hat auch selbst diese erste solche Lage genannt. Also
Und ich sage oft meine deutschen Freunde, das erste Mal, dass es die Deutschen geschrieben haben, Arbeit macht frei, das war nicht in Auschwitz, das war in Namibia. Ja. Also Arbeit macht frei, das war erst dort geschrieben. Ja. Leider selektiv Gedächtnis, also Gedenkkultur. Aber wir machen einfach jetzt was mehr aktuell. Natürlich, es kommt von was vorher passiert. Ich habe ein Buch und das ist etwas sehr Neues. Das ist eine Ausgabe oder eine Kommissionarbeit von der Europäischen Union, was dann sagt, wie wir dann weitermachen können. Wir sind bedroht von China. China bedroht unser Interesse überall. Nicht nur in Afrika, sondern auch in Südamerika, in Asien und so weiter. Und da haben sie einen Schluss mit 14 Punkten gehabt. Und das sollte erklären, wie die Europäische Union sich, schön gesagt, aggressiv auf der Suche nach und auf der Sicherung nach Rohstoffen machen sollte. Sorry, ich bin zu früh gegangen. Oh, oh. Genau. Und eine Strategie, um Rohstoffe zu sichern, ich nehme nur ein Beispiel hier, das ist, was dann AKP, es wird AKP-EU genannt. Ich erinnere mich das erste Mal, dass ich den Vortrag AKP-EU benutzt hatte, hat man mir gefragt, ob es aus der Türkei ist. Also das ist Afrika, Karibik, Pazifik und EU. Das ist Handelpartner, das ist ein Handelsabkommen, was schon längst existierte. Kurz vor 1960. Und das war zwischen den Ländern, die wir hier sehen. Also man sieht die afrikanischen Länder, man sieht einige in Karibien und danach im Pazifik. Und das ist Handelsabkommen, was was man kolonialen Handel basiert. Weil 1990 man die Länder nach Unabhängigkeit streben, dann wollte man, okay, politisch können wir sie lassen, aber wir brauchen doch die Rohstoffe. Dann hat man plötzlich einfach diese Idee gegründet, dass man zusammenarbeitet und alles entwickelt und Europa wird als Privilegierte und man sagt, das sind unsere traditionellen Partner. Also für Europa, die Europäische Union heute, sind diese Länder traditionelle Partner. Also ich weiß nicht, wie ich traditionell da definieren kann, aber die sind unsere traditionellen Partner in Bezug auf viele Sachen. Vor allem, wenn es in unser Interesse sind. Interessant hier ist aber, und das ist meine kritische Kunst, das ist ganz Afrika, Südsahara, nicht Nordafrika. Danach sieht man die karibische Insel, wo es schwarze Menschen auch gibt. Und dann sieht man einige pazifische Inseln. Ich nehme das als der richtige rassistische Abkommen aller Seiten. Richtig. Und es läuft. Entweder die waren Kolonien oder die waren von der Sklavenhandel betroffen. Und diese Beziehung hat man einfach mit beibehalten. Südafrika ist drin, aber die hat einfach einen anderen Status. Einen privilegierten Status mit was anderem und so weiter. Da kann man einfach sich noch eine Idee darüber machen. Es geht um sehr interessante Sache. Es hat auch eine Lieblings gehabt und man kann hier sehen, also Yaoundé, das ist in Kamerun, dann hat man Lomé-Abkommen und was bis heute noch läuft, ist Cotonou-Abkommen. Also Cotonou-Abkommen, ich erinnere mich noch, als ich war noch, oh, wie vierte Klasse, 9. oder 10. Klasse, als es passierte und wir waren alle also eingeladen, man muss feiern, dass die ganze Welt
ganz Europa zu uns kommt, um ein Abkommen zu unterschreiben. Und die Minister haben erklärt, dass es einen riesigen Vorteil für uns bringen wird. Also das heißt die Vorteile. Und da haben sie richtig das gefeiert. Natürlich, Stimmen, die dagegen waren, wurden nicht gehört. Es gab, wir wussten nicht, aber heute kann man verstehen, dass die Stimmen, die dagegen waren, hatten kein Wort, kein Recht zu Wort. Was macht dieses Abkommen? Das ist, was wir sagen. Das ist AKP-EU-Beziehungen, das ist bis 2020. Die haben schon die Verhandlungen vor 3-4 Jahren angefangen, die haben schon verlängert. Also es läuft immer noch weiter. Demokratie, Menschenrecht, das ist schön. Wirtschaft, Wachstum und Investition, noch schöner. Klimawandel, das ist aktuell. Beseitigung von Armut, das ist SDGs. Danach Frieden und Sicherheit und Migration und Mobilität. Ich wundere mich immer, warum es in SDGs kein Migration und Mobilität steht. Wahrscheinlich werden sie für die nächsten Ziele sowas einführen. Aber interessant ist es, dass diese Ziele sind nicht so einfach ausgewählt. Am Anfang waren so wenig und danach mit der Zeit kommt immer mehr dazu. Zweitens ist es auch die Umsetzbarkeit von diesen Zielen, von Interessen, von politischer Lage, aber einfach von Mitteln abhängig. Und hier, ich erinnere mich noch genau in Bezug auf Migration, dass viele Länder in Anführungszeichen gezwungen wurden, Flüchtlinge oder Menschen, die hier in Europa Asylanträge gestellt haben, zurückzunehmen und als Gegenteil bekommen sie Geld. Das war, wenn wir uns noch 2015 eine Konferenz stattfanden und da waren ein paar Länder eingeladen und da diese Klausel wurde einfach so gedruckt, also ihr müsst das machen. Deswegen heute auch sehr viele Entwicklungsdienste unterwegs in Niger sind. Sie verstehen mich. Danach hat man noch ein Punkt, was sehr interessant ist. Also Investition und Wirtschaftswachstum. Man hat auch in Bezug auf Investition und Wirtschaftswachstum, man will China überholen oder blockieren, wie man will. Jeder will Rohstoffe. Dann haben die europäischen Länder natürlich, sie wollen denen Produkte günstiger oder schneller verkaufen. Deswegen hat man, was man Abbau, also Zollabbau, nicht gezwungen, aber einfach verhandelt. Das heißt, europäische Güter in diesen Ländern können zollfrei oder mit so niedrig wie möglich Geld eingeführt werden. Und das führt natürlich zu Zerstörung von Arbeitsmarkt in diesen Ländern. Und wenn die Menschen dort keine Perspektive, keine Arbeit finden, sie machen sich auch auf den Weg natürlich. Es gibt noch also Sicherheit, Frieden und Sicherheit. Wenn wir noch weiter denen Waffen verkaufen, das ist nicht unbedingt für Frieden und Sicherheit. Klimawandel, das ist unser aktuelles Thema. Ich finde immer interessant, dass die großen Firmen, die Firmen, die hier sind, sind auch dort. Das ist die Tochtergesellschaften sind dort und manchmal erzielt man die Mehrheit von seinem Gewinn aus diesen Ländern. Das ist Wirtschaftsstruktur. Und hier, die gleichen Firmen respektieren die Umweltprinzipien und so weiter, aber die Tochtergesellschaft, die dort auf Beine gemacht haben, achtet gar nicht drauf. Und das ist wichtig, ich gebe leider nicht weiter. Es gibt eine riesige Kamera da, ein Beispiel aus der Gegend, wo ich war. Und da gibt es eine Firma, was Siemens herstellte und man kann gar nicht spüren, dass da es überhaupt Siemens Kalk bearbeitet wurde.
Und diese gleiche Firma in mein Heimatland, 20 Kilometer entfernt, spürt man schon. Das heißt, selektive auch. Klima- und Umweltschutz. Also tausende Beispiele kann man geben. Und die dritte Aspekte ist es, diese Konkurrenz auf dem Markt. Da wir als einzelne Menschen, ja, was können wir oder was denken wir? Wir hören einfach in den Medien etwas. Und das ist natürlich, dass es Kinderarbeit gibt und dass es viele Kinder in Minen für Coltan und so weiter. Unser Handy kommen daher aus Kongo und so weiter. Aber inwieweit sind wir unschuldig? Wir hätten gerne jedes 2-3 Jahre neue Handys. Oder wir hätten gerne Handys, die noch schneller laufen. Ich nehme gerne Kaffee und Schokolade, das ist, was mich einfach am meisten Spaß macht. Aber denke ich dran, für jede Plakette Schokolade, die ich jede 2 Tage fresse, wie viele Menschen ihre Rücken zerbrechen dafür. Es ist auch etwas. Unser Genuss ist eine Gabe für die anderen. Leider. Darüber können wir immer noch denken und ich bin mir fast 100% sicher, in 200 Jahren werden unsere Enkelkinder sagen, oh, aber diese Menschen, sie waren grausam, wie wir genau gegenüber denen, die vor 400, 500 Jahren Menschen als Sklaven behandelt haben. Also denken wir einfach ganz leise, ganz ruhig danach. In unser Konsum, in unser Genuss einfach. Ich wollte nicht die Ansätze von Boykottierung oder Fairtrade nicht einführen. Das ist ein komplett anderes Thema. Wir haben wahrscheinlich irgendwann noch Zeit, darüber zu diskutieren. Aber wichtig ist es immer, und das mache ich immer gerne, wenn ich ein Stück Schokolade in der Hand habe, denke ich immer daran, es gibt ein Kind oder eine Erwachsene oder eine Frau oder ein Mann, die leidet, sodass ich diese Stücke haben kann. Das ist schon der Anfang. Ich werde nicht viel bla 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 machen. Ich werde erst fragen, ob über meinen Kurs Inputs, ob es Fragen gibt, bevor wir dann noch weiter diskutieren. Ja, danke. Eine Spalte hat eine Seite unterstützt, die andere Spalte hat die andere Seite. Genau, ja. Aber gemeinsam, also die haben sich abgestimmt und waren ein Bündnis, also, oder die haben einfach nur jeder einzeln die gleiche Seite unterstützt? Also praktisch, was passiert? Zum Beispiel, Europa sagt, also wir sind nicht mehr so viele Leute hier, wir können nicht unsere Truppen vor Ort schicken. Ja. Aber Waffen haben wir. Also bitte Türkei, wir geben dir Waffe und dann gehst du, okay. Deine Soldaten können für uns dort kämpfen gehen. Also Katar hat nicht so viele Menschen, aber die Amerikaner können ein paar Menschen vor Ort schicken. Das heißt, bitte Katar oder Saudi-Arabien, okay, schicken. Die haben sich abgestimmt, allgemein. Also nein, sie treffen sich irgendwo, also die Diplomaten werden sich treffen, okay. Und dann reden, welche Strategie setzen wir dort durch. Und diese Strategie ist, ich schicke Menschen, du schickst Essen, du schickst deine Drohnen und ich schicke Übersetzer, okay. Zum Beispiel. Aber die reden miteinander. Okay. Genau, sie reden miteinander, das ist, was wichtig ist. Mhm. Und dann, sie machen auch das Gleiche. Sie reden miteinander, um in Syrien Krieg zu führen.